Nach der Landtagswahl im Frühjahr und dem Regierungsübereinkommen der ÖVP und der FPÖ für Niederösterreich wurde mit der gesamten Landesregierung jetzt im Herbst eine Klausur in Mariatafel abgehalten. Betont wird die gute Zusammenarbeit zwischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer. Darf ich auch ein herzliches Danke sagen an den Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer, an die Landesrätinnen und Landesräte, also auch Gruppobleute für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit. Es waren jetzt schon intensive Gespräche, eine Fixierung zahlreicher Maßnahmen, aber der Tag ist noch jung. Wir werden noch am Nachmittag intensiv in die Diskussion gehen und vor allem über Zukunftsperspektiven diskutieren. Und ich bin davon überzeugt und möchte mich auch an dieser Stelle bei unserem Regierungspartner dafür bedanken, dass wir in den ersten Monaten der Regierungsarbeit für Niederösterreich auch gezeigt haben, was denn alles möglich ist, wenn man nur den Mut und den politischen Willen hat, die Dinge anzugreifen und vor allem das umzusetzen, was gut ist für das Land und vor allem, was wir den Landsleuten vor der Wahl versprochen haben. Und einiges vom Versprochenen wurde auch bereits umgesetzt, wie beide betonen. Hier werden vor allem die finanziellen Entlastungen in den Mittelpunkt gerückt. Und dabei geht es um Verantwortung und Gerechtigkeit. Und das wurde heute schon erwähnt, nur in kurzen Beispielen, Stichwort niederösterreichischer Corona-Hilfsfonds, niederösterreichischer Wohn- und Heizkostenzuschuss, das Schulstartgeld, die Abschaffung der GIS-Landesabgabe, der Gendererlass, der Pflegetausender und vieles mehr. Die Landesregierung setzt den Schwerpunkt für den Herbst auf zwei Säulen. Einerseits sollen die sozialen Maßnahmen forciert und andererseits soll der Wirtschaft unter die Arme gegriffen werden. Das heißt, wenn Sie so wollen, haben wir hier eine Zweischritt-Strategie. Zum einen, dass wir jetzt die sozialen Maßnahmen ausweiten, um jenen zu helfen, die tatsächlich stark von der Teuerung und von der derzeitigen Situation betroffen sind. Und zum anderen wollen wir eine Investitionsgarantie seitens Landes Niederösterreich abgeben, damit auch die Betriebe und vor allem auch die Arbeitsplätze abgesichert werden können. Kommen wird im sozialen Bereich ein zusätzlicher 1.000 Euro Pflegescheck für die Pflege zu Hause und ein Wohnzuschuss für Haushalte mit einem Familieneinkommen unter 50.000 Euro. Im Wirtschaftsbereich soll in Infrastrukturprojekte investiert werden. Unsere Antwort auf die wirtschaftliche Schieflage ist eine starke Konjunkturoffensive für Niederösterreich. Wir nehmen gezielt Geld in die Hand, um den Wirtschaftsstandort Niederösterreich zu sichern. Wir investieren in die Mobilität und den Ausbau der Infrastruktur. Ich sage nur Stichwort niederösterreichische Mobilitätsoffensive auf der Straße und auf der Schiene. Und wir treten den vielen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, auch entsprechend entschlossen entgegen. Auch für Wirtschaftsparks, wie zum Beispiel das Remisenprojekt in Amstetten, gibt es ein klares Bekenntnis der blau-schwarzen Landesregierung. Was tun wir? Sie wissen, dass gerade die Remise in Amstetten ein ganz großes Projekt ist, wo hier ein großes Gebäude, ein Wirtschaftsgebäude gebaut werden wird, um eben viele Firmen dort auch anzusiedeln, ihnen auch Platz zu geben. Zusätzlich betont LH-Stellvertreter Udo Landbauer, dass öffentliche Sportstätten der Bevölkerung zugänglich gemacht werden, die Blackout-Vorsorge verbessert werden und die Integration in den Arbeitsmarkt forciert werden soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir sagen Niederösterreich zuerst, dann sehen Sie, dass das Ganze auch entsprechend untermauert ist mit klaren Vorstellungen, mit klaren Visionen und mit ganz klaren Zielvorgaben. Mit den heute präsentierten Schwerpunkten setzen wir Verantwortung und Gerechtigkeit für Niederösterreich. Wir sorgen für Stabilität und Sicherheit und vor allem handeln wir entschlossen, damit wir, wie ich eingangs schon erwähnt habe, Niederösterreich auch weiterhin weiterbringen. Ein Bild der Zusammenarbeit aus Mariatafel, das braucht es jetzt auch. Wird doch der Druck für Familien und Wirtschaft durch Teuerung, Inflation und hohen Zinsen immer größer.